Ich darf Ihnen kurz meine Band vorstellen. Christoph am Keyboard rockt ungemein. Kai am Schlagzeug schlägt alles kurz und klein. Sie betören uns mit besonderem Klang. Es ist die Runden mit ihrem Gesang. Wir haben oft zu ihm gesagt, Leon, lass. Trotzdem spielt er heute wieder bei uns Bass. Naja, Schlagzeug-Solo. Christoph Reuter, Keyboard. Gesangssolo. Yvonne Kreitzke. Bassolo machen wir bewusst nicht. Ich fand's lustig, nein, natürlich nur Spaß, meine Damen und Herren, Leon am Bass. Leon Schulz, naja. Sie sehen nach, dass wir gerade aufliefen, schön, dass ihr alle gekommen sind. Sie haben sich, weil Sie das so toll gemacht haben, schon als Publikumsprecherin des heutigen Abends qualifiziert. Ja, doch. Ich mache noch mal eine kurze Gegenabstimmung. Ist jemand dagegen, dass Marina... Nein. Riesenapplaus für Marina. Marina, Marina, wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf? Nee, wo Sie herkommen? Aus Berlin. Aus Berlin. Aus welchem Stadtteil? Charlottenburg. Und wie sind Sie hergekommen, weil Sie das auch erzählen wollten? Mit dem Auto, umweltbewusst. Ja. Wie lange sind Sie gefahren? 20 Minuten? Ist schon lange her, Sie können sich nicht mehr genau erinnern. 20 Minuten. Ist jemand länger angereist als Marina? 20 Minuten kann es jemand überbieten? Ruft Sie mal rein, wo Sie herkommen. Strausberg. Wie lange fährt man da? Stunde oder eineinhalb? Wir sind sich noch nicht sicher. Okay. Wie lange sind Sie denn gefahren? Lassen Sie sich Zeit, wir haben keine Ahnung, alle Zeit der Welt. Aber Sie müssen heute noch zurück nach Strausberg oder bleiben Sie noch bis zum Wochenende? Müssen Sie heute zurück? Ja. Ja, dann machen wir nicht so lange, alles klar. Eine Stunde Anfahrt aus Strausberg. Kann sich jemand überbieten, eine Stunde Anfahrt? Ne? Haben wir Leute außerhalb von Berlin, außer Strausberg, hier? Spreewald. Spreewald, ja. Wie lange sind Sie gefahren? Stunde, okay. Das ist nicht mehr als eine Stunde, haben Sie aufgepasst. Bitte? Weniger Strausberg. Okay, Spreewald, Strausberg, Charlottenburg, wir sind alle da, sehr schön. Das kann nur Las Vegas werden, Marina. Marina, sind Sie eigentlich musikalisch? Nicht? Okay, das werden wir heute Abend noch mal feststellen. Ich glaube, wir lernen uns ein bisschen kennen heute Abend. Ich merke das schon. Marina, haben Sie mal ein Instrument gespielt? Ist schon lange, lange her, und zwar welches? Welches haben Sie gespielt? Nee, keine Angst, Sie müssen nicht Gitarre spielen. Sie müssen keine Angst haben zu antworten. Sie müssen keine Gitarre spielen. So viel kann ich schon verraten. Es gibt nur eine Mitmachnummer in der zweiten Hälfte, wo sich eine Zuschauerin auf der Bühne nackt zersägen lässt. Das ist meistens eine Person, die früher mal Gitarre gespielt hat. Besser geeignet, würde ich sagen. Marina, nein, Sie müssen gar keine Angst haben. Wir kriegen das richtig gut hin. Wir quatschen einfach so ein bisschen. Sie können sich entspannt zurücklehnen, wie jeder andere auch. Und manchmal ne, machen wir die zur Sekte Jungfrau, aber sonst alles gut. Nee, als ich angefangen habe, mein erstes Instrument zu spielen, das war diese kleine Gitarre, diese Geige. Und da war immer mein größter Traum, einmal in einem Streichquartett zu spielen. Und es hat leider nie geklappt, weil ich hatte nie genug Freunde. Waren Sie auch Strausberg? Nee, das war nie geklappt. Ich hatte nie genug Freunde, wir waren zu dritt, haben immer zwei gefehlt.
Man darf keine Rechenwitze am Anfang machen. Also, haben wir verstanden. Achso, das war nur nicht lustig, alles klar. Okay. Dann bin ich beruhigt. Alles klar, gut. Dann sind wir auf derselben Seite. Alles klar. Nee, aber ich habe dann Glück gehabt, weil irgendwann wurde die Loopmaschine erfunden. Alle dafür, die nicht wissen, was eine Loopmaschine ist, die liegt hier unten am Boden, da kann ich draufdrücken. Und die Loopmaschine wiederholt einfach alles, was ich sage. Und dann kann ich nochmal schon sagen, was auch wiederholt wird. Also kann ich praktisch alleine streiken, weil der Spiel brauche ich gar keine Freunde. Ja, so klingt das für mich ungefähr, wenn Leute aus dem Spreewald reden. Und da konnte ich alleine einen Streitquartett spielen. Vielen Dank. Danach, als ich das im Schulkonzert vorgestellt habe, hatte ich danach noch weniger Freunde. Weil die wollten moderne Sachen, die wollten was aus den Charts. Und dann dachte ich, okay, dann übe ich das.
haben. Ich bin sicher, sie werden ihre Freude haben. Er ist nicht nur Pianist, sondern auch Musikkarabinist. Jetzt habe ich das extra gesehen. So. Ich wollte das extra aufnehmen. Wir kommen nun zum ersten Gast, liebe Leute. Er ist unser Bandleader heute. Er ist nicht nur Pianist, sondern auch Musikkabarettist. Er ist mein Klavierlehrer und hat viel Geduld. Wenn ich mich heute verspiele, ist es seine Schuld. Ein Riesenapplaus, ich glaube, da freut er sich, meine Damen und Herren, Christoph Reuter. Meine Damen und Herren, Christoph Reuter! Christoph, ich dachte, ich schaff's auswendig. Ich hab's nicht geschafft. Christoph und ich haben was ganz Besonderes für Sie einstudiert. Das möchten wir jetzt zu Beginn von Christoph Set für Sie spielen. Mal schauen, ob es klappt. Wenn ich mich verspiele, Christoph, du weißt, wer schuld ist. I like to move it. You like to? Woo!
Sie scheinen sehr musikalisch zu sein, aber Sie bekommen noch eine zweite Chance. 3, 4! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it! Ich bringe Sie ganz groß auf. Aus dem Geschäft. Nun, kurze Umfrage. Wer von Ihnen liebt Musik? Wird das anzeigen? Oh, das wird sehr schwer hier vorne, erste Reihe, ne? Ihr werdet ja erstmal gar nicht gemeldet. Wer hat heute schon Musik gehört? Ja, jetzt hast du dich gemeldet. Jetzt hast du überlegt, wie heißt denn du, meine Kleine, hier vorne? Caroline. Caroline, hältst du dich für musikalisch? Du lachst und sagst nein. Nein. Okay, Caroline, ich habe ein Lied für dich geschrieben. Und in diesem Lied, wenn du die richtige Anzahl dieser Töne dieses Liedes herausbekommst, kann ich sagen, ob Caroline musikalisch ist oder nicht. Bist du bereit, Caroline? Deine Freundin hilft dir. Ja, du kannst jemanden anrufen. Aber pass auf, ich spiele es dir erstmal vor und dann schauen wir, ob wir es rausfinden. Achtung, das Lied klingt so. Caroline, wie viele Töne hast du gehört? 2. 4. Ja, hören Sie nochmal zu. Caroline, 2 ist absolut richtig, denn ich habe die frohe Botschaft für Sie alle heute Abend. Jeder Mensch, der 2 Töne unterscheiden kann, ist wissenschaftlich gesehen musikalisch. Wenn Sie soeben 2 unterschiedliche Töne gehört haben, sind Sie wissenschaftlich musikalisch und das ist dein Applaus, liebe Caroline. Wir müssen ehrlich sein, historisch gab es Ausnahmen. Beethoven hat nichts gehört, aber trotzdem sehr musikalisch. Aber man hat 100 Leute untersucht, die sich für sehr musikalisch hielten. 100, die sich für verdammt unmusikalisch hielten. Überraschung, alle waren gleich musikalisch. Denn wir alle gehören der ersten Generation an, die Musik hören kann, wann immer sie will, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das macht uns so musikalisch, dass sie alle hören, welches Instrument ich spiele. Es ist ein Klavier. Manche haben es auch gesehen, genau. Sie sind so musikalisch, dass sie hören, ob ein Ton tief oder hoch ist. Laut oder sehr leise. Sie sind so musikalisch, dass sie hören, ob ich schöne Musik spiele. Oder nicht. Sie sind so musikalisch, dass sie hören, ob ich traurige oder fröhliche Musik spiele. Ich sage nicht, womit ich beginne. Oh. Caroline, was denkst du, hä? Soll ich dir noch einen Tipp geben? Oh. Ich habe Zeit, das Lied dauert sehr lange. Du musst lauter reden, ich höre dich gerade nicht. Ja, das ist richtig! Sie sind sogar so musikalisch, dass Sie hören, ob ich richtig oder falsch spiele. Sie sind sogar so musikalisch, dass Sie Musik hören, auch wenn gar kein Instrument erklingt. Denn das größte Instrument, das wir alle besitzen, ist unser Gehirn. Und das Gehirn, das will Musik zu Ende hören. Musikinstrument, was es gibt. Der hat 4 Saiten. Der macht den ganzen Abend nur dumm, 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 dumm. Und die Dummen fallen drauf rein. Ich meine, ich kann mit so einem Flügel überall Emotionen erzeugen.
gibt gute Gründe, weswegen an manchen Orten kein Klavier steht. Finanzamt zum Beispiel. Oder JVA, wobei, da würde mir nie einfallen. Einer geht noch rein. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen den Unterschied zwischen Klassik, Jazz und Popmusik anhand der Pathetik von Ludwig van Beethoven präsentieren. Ich werde die Pathetik jetzt in drei Versionen spielen. Zuerst in der klassischen Version. Der klassische Musiker hat das beste Image von den dreien. Er beschäftigt sich mit 300 Jahre alter Musik, übt den ganzen Tag. Aber wenn man einen jungen Menschen fragt, sag mal, kennst du Beethovens Neunte? Sagt er, war der so oft verheiratet? Ja, wenn man einen jungen Menschen fragt, kennst du Wagners Lohengrin? Sagt er, nee, aber Wagner ist Tiefkühlpizza. Und für die meisten Menschen ist AIDA heutzutage ein Schiff. Aber ich spiele die Pathetik im Original vor, klingt so. Dauert 20 Minuten. Kurzversion, kommen wir zum Jazz. Der Jazzmusiker hat ein anderes Image als der klassische Musiker. Er lebt nach dem Motto, ohne Proben, ganz nach oben. Ich komme aus dem Osten, da gab es den Spruch, ohne Üben nach drüben. Hier bin ich. Nun, das hat natürlich finanzielle Konsequenzen. Wenn ein Jazzmusiker zum Arzt kommt und der Arzt sagt, Sie haben noch 3 Wochen zu leben, sagt der Jazzmusiker, ja, wovon denn? Ja, im Flugzeug sitzt der Jazzmusiker immer sehr weit vorne, damit, wenn das Flugzeug abstürzt, kommt der Getränkewagen noch mal ganz kurz vorbeigefahren. Ja, böse Zungen behaupten ja, die Jazzmusiker nutzen all die Töne, die anderen nicht wollten. Manche sagen auch, stimmen sie noch oder spielen sie schon. Aber ich weiß, dass der größte Traum eines Jazzmusikers ist, eine Freundin mit einem festen Job. Ich spiele in dem Jazz-Version der Pathetik mit etwas zwingender Improvisation. Nach dem Motto, lieber 5 Minuten Panik auf der Bühne, als 5 Stunden üben zu Hause. Der grobe Unterschied zwischen Pop und Jazz ist, dass der Popmusiker 5 Akkorde vor 10.000 Leuten spielt. Und der Jazzmusiker 10.000 Akkorde für 5 Leuten, genau. Dafür musste der Popmusiker aber sich was einfallen lassen, was sehr gut klingt und was sehr einfach zu spielen ist. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein Geheimnis verraten. Es ist diese Handstellung. Diese Handstellung lässt sich unverändert über die gesamte Klaviatur schieben. Sehr einfach zu spielen und klingt besonders gut, wenn der oberste Ton ein C ist. Deswegen nenne ich diese Handstellung die C-Gralle. Wir erinnern uns, die Pathetik hört sich im Original folgendermaßen an. Und der Popmusiker macht mit Hilfe der C-Gralle daraus. Er singt dazu und wird sehr reich. Sometimes in our life we all got pain, we all got sorrows, but
if we are wise. We know that there's always tomorrow. Lean on me. Da meine Theorie heute Abend ist, dass Sie alle sehr musikalisch sind, habe ich für Sie ein Hilfsmittel entwickelt, in dem Sie mit Hilfe dieses Hilfsmittels können Sie in 3 Minuten das Klavier spielen lernen. Das ist eine Postkarte mit exakt 3 Löchern drin. Ne? Diese 3 Löcher haben Bezeichnung Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Wenn Sie dort ordnungsgemäß die Hand hineintun, erhalten auch dieses Klavierspiels Unkundige die Möglichkeit, Klavier zu spielen. Für die, die noch nie Klavier gespielt haben, habe ich extra hier oben 3 schwarze Tasten dran. Die gilt es zu suchen. Ja, wenn Sie nämlich die auf der Klaviatur gefunden haben, können auch Sie spielen, die noch nie in Ihrem Leben Klavier gespielt haben. Ich habe für jeden, der es möchte, am Ausgang eine C-Kralle bereit. Und ich muss Ihnen allerdings noch 2 Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, wenn Sie Ihr erstes Konzert spielen, bitte tun Sie die Klaviatur etwas zur Seite, damit man nicht sieht, wie die Postkarte darüber wandert. Und der zweite, noch viel wichtigere Tipp für mich ist, wenn Sie dank dieser Postkarte reich und berühmt werden, ich bekomme 20%. Vielen Dank. Christoph, ich möchte gerne ein Experiment mit dir machen, weil ich habe es vorher gesagt, du bist mein Klavierlehrer, aber ich möchte dich heute herausfordern, etwas zu spielen, was du auf keinen Fall vorher geübt haben kannst. Und zwar hast du mir mal erzählt vor ein paar Jahren, dass du so ein System hast, wo du jedem Ton eine Ziffer zuordnest. Oh. Weißt du, wo du 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und meine Idee wäre, dass du eine Zahlenkombination aus dem Publikum bekommst und daraus ein Lied schreibst. Auf der Bühne, sofort. Also nicht mal schreibst, sondern einfach spielst. Okay. Kriegst du hin? Hast keine Wahl. okay, das ist lange her. Also, was brauchst du dafür? Also, erklär doch nochmal kurz. Spiel doch mal 0, 1, 2, 3, dass die Leute verstehen, was du damit meinst. Was ich damit meine, sehr schön. Weißt du noch was? Ja, also es gibt eine Theorie, wie man improvisieren kann. Und die heißt, man gibt jedem Ton der Tonleiter eine Zahl. Meine Tonleiter? Mit der Zahl 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das befähigt mich, Zahlen in Musik umzuwandeln. Am liebsten ist mir das mit Kreditkartennummern, PIN und Prüfziffer. Caroline, was mich natürlich wirklich interessiert ist, sag mal, deine Telefonnummer. Machst du das immer? Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also, wenn du mir deine Telefonnummer nach der Vorwahl geben würdest, und zwar nur 5 Ziffern, würde ich versuchen, mit diesen 5 Ziffern eine Melodie zu bekommen, mit der ich dir dein persönliches Lied jetzt hier improvisieren würde. Was meinst du? Das muss man so sagen. Nee, das habe ich auch noch nicht gemacht. Also, ich glaube, Caroline war schon bereit, bevor du gefragt hast. Ja, das weiß ich nicht. Ihre Augen sagen... 920. 80. Ob das eine gute Idee war, weiß ich noch nicht. Warte mal. Also 920 sind doch erst 4. Nein, egal. Hey, 920 sind 5. Du warst echt schlecht in Mathe, ne? Ja. Okay. Der Rechengeld kam mir auch nicht gut an. 9, 6, 7, 8, 9. Oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wir fangen mit dem Ton an. 0, 1, 2. Also wir haben schon mal 9, 2. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut, Caroline. Das ist sehr gut. 9, 2. 0, das ist schon mal schlecht. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch eine 0. Also, der war auch dabei. Sag mal, bist du dir ganz sicher mit der 8? Ganz sicher? Nicht zufällig eine 9? Na gut. Ich sag mal so.
ich sag mal so, es gibt Lieder, die nur ein einziges Mal aufgeführt werden. Aus gutem Grund. Und du hast keine andere Nummer? Vielleicht noch eine Festnetznummer? Na gut, meine Damen und Herren, ich will die Challenge mir noch etwas schwieriger machen. Sie dürfen sich noch wünschen, in welcher Tonart ich improvisieren soll. Ich höre C-Dur, sehr schön. Dann schauen wir mal, ob nach für diese... So, es ist ein bisschen wie beim Schach. Man kann mit Schwarz oder Weiß beginnen. Ich beginne mit Weiß. Ich weiß nicht, gegen wen du Schach spielst, aber man kann nie mit Schwarz beginnen. Das interessiert auch wirklich keinen, merkst du es doch? Das war so ein Gag, wo ich nicht verstanden habe. Aber weißt du, man kann ja, na egal, wir können nachher mal Schach spielen und ich beginne mit Schwarz. Dann damit der Gag seine Berechtigung hat. Mach doch du jetzt mal deinen Song, ich freue mich drauf. Spiel nochmal einmal. Du mich auch, ja genau. Komm, tu mir nochmal eine Hose. Du hast eigentlich auch rote Schuhe an. Ich bin der Papst, Alter, komm. Inspirierte einen Hannoveraner Pop-Komponisten zu folgender Melodie. 1, 2, 1, 2, 3. Wer hat's erkannt? Sechs Bohr. Ja, richtig, Sechs Bohr. Sie sind so musikalisch, dass sie dieses
dieses Lied verändern kann und dank ihrer Musikalität werden sie es trotzdem immer wieder erkennen. Als nächstes spielen wir es im Reggae-Stil. 1, 2, 3. Hey ho, hey ho. Hast du was dabei? No, 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 no. Yeah, 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 yo. Sind schon 50% aller Töne falsch und sie werden es trotzdem wiedererkennen. 1, 2, 3. Jetzt spiele ich komplett falsch. Sie werden es trotzdem wiedererkennen. Also, wenn Sie diesen absoluten Kauderwelsch umwandeln konnten, müssen Sie musikalisch sein. Wir sind die einzige Spezies, die diesen absoluten Kauderwelsch umwandeln kann. Ich möchte jetzt ein Stück spielen, wo kein einziger Ton stimmt und dank Ihrer Musikalität werden Sie sofort wieder erkennen. Wer hat es erkannt? Es geht, ich sag mal so, Bach, genau. Ist ein Komponist, der mit Mods losgeht? Mozart, noch nie gehört? Nee, der ist allein komplett ohne Mozart. Mein Gott. Es ist nicht der bulgarische Marsch, nicht der ungarische Marsch, sondern der... Du, mein Freund hier vorne. Du hast dich aber die richtige Show verhört, du Armer. Gut. Das ist richtig, das ist der türkische Marsch von Mozart. Und wenn Sie schon mal auf einem Musikschulvorspiel waren, waren Sie schon mal auf einem Musikschulvorspiel? Noch nie. Hast du Kinder, mein Freund? Ja? Aber keine Musikschule. Die machen gar keine Musik, mein Freund. Spach, oder? Naja, komm du nach Hause. Gut, also, jedenfalls, wenn ich schon mal auf einem Musikschulvorspiel war, kann es sein, dass die Musik noch nicht in der äußersten Perfektion dargeboten wurde. Da kann es sein, dass ich sich anhört, wie was ich gerade gespielt habe. Aber in den Köpfen von Mamas und Papas wird diese Musik umgewandelt in... Die anderen hören. Aber der Vater hört. Das hat sie von mir. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch eine ganz kleine Nummer vorspielen. Und zwar habe ich mich gefragt, wird auf der ganzen Welt die gleiche Musik gehört? Nein. Wir in Europa lieben Musik, die einer ganz bestimmten Tonleiter zugrunde liegt. Und zwar die sogenannte C-Dur-Tonleiter. Noch nie gehört, ne? Noch nie gehört. Okay, ich spiele sie Ihnen vor. Wenn Sie allerdings nicht in Europa aufgewachsen worden wären, oder in der westlichen Welt, zum Beispiel in Asien, wenn Sie in Asien geboren worden wären, würden Sie nicht diese Tonleiter lieben, sondern diese. Wenn Sie aus der arabischen Welt kommen würden, würden Sie nicht diese Tonleiter lieben, sondern diese. Ich möchte Ihnen ein Lied präsentieren, was Sie alle sehr gut kennen. Auch du, mein Freund. Alle meine Händchen. Erst im Original. Nur auf Asiatisch. Nur auf Arabisch. Ja.
aber nicht nur so fantastische andere Tonleiter, wir haben auch andere Rhythmen. Und ich möchte für Sie zuerst die asiatische Version von aller meiner Ähnchen spielen. Mit einem asiatisch anmutenden Rhythmus, dann gebannt in S. In S, S ist mal eine gute Tonart für asiatische Musik, ne? Ja, geht los. In die Süßsauer. Kommen wir zur arabischen Version von allem Menschen. Denn ich gebe dir noch mit auf den Weg, es wäre gut, wenn du bald auf die Bühne kommst, weil es wird sehr schnell schnell. Und dann wird es körperlich ein bisschen anspruchsvoll. Deswegen kurz eine Balalaika gestimmt. Jetzt stimmt sie sehr schön und Anna, toi, toi, toi. Achso, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, meine Damen und Herren. Ich brauche natürlich Ihre Mithilfe dafür. Und zwar wäre es ganz wichtig, wenn ich nicke, müssen Sie klatschen. Schaffst du es? Gut. Ich übe das einmal mit Ihnen. Wenn ich nicke, Sie klatschen. Oh, gut. Wir üben es nochmal. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Ich nicke, Sie klatschen, alle tanzt. Du hast genickt. Bist du Lehrerin? Sie? Aha, Sie ist Lehrerin. Kathrin, komm auf die Bühne. Wir wollen dich schon mal tanzen sehen. Geht los, okay, geht los. Für Mathe ist.
natürlich jetzt. Genau. Weißt du, was du spielst? Oder? Ich weiß es gerade nicht. Warte, ich hab's gleich. Kannst du auch nachgucken in der Pause und ich sag's nach der Pause. Ja. Ich weiß, dass es im April ist, in Stachelschwein. Aber ja, da kommen sie einfach den ganzen April. Gehen sie jeden Tag dahin, alle Tage, wenn sie mich sehen. Alle Tage ist Christoph da. Also du kannst wirklich Werbung machen wie kein anderer. Ja. Das ist einfach richtig cool. Jeder weiß was und wo. Und wann. Wann? Ja. Ja. Dominik, du musst jemanden fragen. Ja, ich weiß, ach so, stimmt. Sie gehen gleich in die Pause. Und Marina, Sie haben ja jetzt ein bisschen Entlastung bekommen durch die anderen in der ersten Reihe. Deswegen habe ich jetzt einen Anschlag auf Sie vor, was gar nicht stimmt. Und zwar würde ich Sie bitten, in der Pause, das 10 Zettel mit diesem Stift so groß wie möglich auf jeden Zettel einen Song zu schreiben, einen Songtitel, den jeder hier im Saal kennt. Okay? So groß wie möglich, damit man es auch hinten lesen kann. Und dann einfach verdeckt auf die Bühne legen, sodass ich nicht sehen kann, was Sie geschrieben haben. Ja, das soll für alle eine Überraschung bleiben. Sie dürfen auch sich helfen lassen natürlich gerne, aber Sie haben die ganze Pause Zeit. Und Sie können auch jetzt schon überlegen können Sie auch. Und Christoph, wir spielen jetzt noch was vor der Pause, ne? Hey, du wolltest das Spiel. Du was klassisches Spiel. Kannst du lieber im Halma aussuchen, ob du mit Schwarz oder Weiß beginnst. Was willst du spielen, mein Freund? Ich fange hier. Ich suche mir hier eine Seite aus. Wie beim Buch, weißt du? Dann kannst du dir auch eine Seite aussuchen, mit der du beginnst. Du mich auch, genau. Also, und du willst jetzt erstmal ganz vorne spielen? Na ja, klar. Hast du es schon mal geübt? Das werden wir gleich sehen. Das soll geil. Dann spiel einfach die Telefonnummer rein. Geh los, mal gucken, ob die da drin ist. Das ist von Monty so geschrieben, ja? Ja, mit der Telefonnummer von... Woher hat Monty ihre Telefonnummer? Frag sie mal.
die dieser Abend auch nicht möglich gewesen wären. An Licht und Ton, Sven und Danny Hill. Vielen Dank an das ganze Team. Einmal geht noch, oder? Einmal geht noch. Der Beat ist gut, der Beat ist gut, der Beat ist gut. Und ich merke es genau, mein Kopf fängt an zu nicken. Da sehe ich diese schöne Frau und denke, die will ich gern mal anrufen.